Hallo, herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Wir schauen auf das jetzt anstehende Pfingstwochenende bis einschließlich Pfingstsonntag. Tja, wir sehen auf der Karte mit der Großwetterlage für den Pfingstsonntag, dass es weiterhin ein Hochdruckgebiet gibt. Das verlagert sich jetzt in den nächsten Tagen so von der Nordsee nach Skandinavien und wird noch in großen Teilen Deutschlands das Wetter bestimmen. Dann sehen wir aber auch ein Tiefdruckgebiet über Osteuropa. Das bringt jetzt der Osthälfte Deutschlands noch ein bisschen feuchtere Luft, sodass sich das Pfingstwochenende dort etwas unbeständiger gestalten wird. Wir gucken jetzt aber erstmal auf den heutigen Donnerstag. Da ist es so, dass wir noch eine schwache Kaltfront haben, die heute noch über den Südosten des Landes hinwegziehen wird. Bringt jetzt noch ein paar letzte Tropfen heute Vormittag in Sachsen, dann auch noch ein paar Schauer im Norden Bayerns. Das Ganze verlagert sich aber weiter Richtung Süden, sodass es dann heute Nachmittag vor allen Dingen so südlich der Donau in Bayern noch einige Schauer vereinzelt auch mal ein kurzes Gewitter geben wird. Ansonsten im großen Rest des Landes weiterhin freundliches, oft sonniges Wetter bei nur wenigen Wolken und die Temperaturen, ja, verteilen sich wieder so wie in den letzten Tagen eigentlich auch an den Küsten mit Seewind meist so um die 16 Grad, sonst in Norddeutschland meist um die 20, im Westen und Südwesten sind es teilweise so 23 oder 24 Grad. Die kommende Nacht wird noch mal relativ kalt werden, vielerorts klar. Örtlich kann sich sogar noch mal Bodenfrost einstellen. Dann am morgigen Freitag haben wir schon so ein bisschen feuchtere Luft in der Osthälfte des Landes. Da gibt es mal ein paar Wolkenfelder. Sonne wird aber auch immer wieder dabei sein. Ein paar Schauer wahrscheinlich noch in Bayern. Am großen Rest bleibt es trocken bei oft sonnigem Wetter, vor allen Dingen wieder in Richtung Westen und Südwesten. Hier werden auch wieder Temperaturen von deutlich über 20 Grad, vor allen Dingen Richtung Niederrhein und Breisgau-Oberrhein erreicht. Deutlich kühler bleibt es dann in der Osthälfte des Landes, da werden wir wahrscheinlich kaum 20 Grad erreichen können. Tja, dann gucken wir auf das Pfingstwochenende. Da sieht es so aus, dass vor allen Dingen der Sonntag dann doch im Osten des Landes durch dieses Tief über Osteuropa doch wolkenreicher und zeitweilig auch nass sein wird. Am Samstag gibt es dann so einen Mix aus Sonne und auch mal teils kompakteren Wolkenfeldern. Ein paar Schauer weiterhin in Bayern. Auch im Norden des Landes kann man einzelne Schauer nicht ganz ausschließen. Den meisten Sonnenschein gibt es wahrscheinlich wieder im Westen und Südwesten, so zwischen Niederrhein und auch dem Breisgau. Da werden auch weiterhin Temperaturen, wie wir sie jetzt eigentlich die ganzen Tage über haben, von über 20 Grad erreicht werden. In der Osthälfte mit den dichteren Wolken bleibt es dann doch etwas kühler. Da sind es meist nur so 16 bis 19 Grad. Ja, dann der Pfingstsonntag, wie gesagt, da ist es so, dass die Wolken doch in der Osthälfte überwiegen werden. Es wird zeitweilig regnen, vor allen Dingen so von Brandenburg über Sachsen bis in den Osten Bayerns. In Richtung Westen ändert sich eigentlich relativ wenig, weiterhin viel Sonnenschein, meist nur lockere Bewölkung und es bleibt trocken. Da sind dann so zwischen Emsland und dem Breisgau sogar 23 bis 25 Grad möglich. Da, wo wir die dichteren Wolkenfelder haben, so von Sachsen bis in den Osten Bayerns, wären es kühle 16, 17 Grad. Sein. Dann noch mal ein kurzes Wort für das Wetter für den Pfingstmontag. Der wird wahrscheinlich landesweit der wärmste Tag jetzt dieses langen Pfingstwochenende sein. Gebietsweise werden wir Temperaturen über 25 Grad erreichen können. Dazu bleibt es freundlich und weitgehend trocken. Ein paar Schauer wahrscheinlich nur so in Teilen von Bayern. Das war's von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Ciao und auf Wiedersehen.